Maike Krüger. Hallo aus Berlin. Heute schwirrt mir ganz schön was nicht im, sondern um den Kopf herum. Das werden Sie gleich sehen. Hier sind unsere Themen heute. Achtung, unbekanntes Flugobjekt. Solche Drohnen, die tauchen seit ein paar Jahren ja immer öfter auf. Es gibt sie auch immer günstiger im Handel. Aber ja, nur die wenigsten können wirklich damit umgehen. Viele Künstler und Kameraleute haben die Drohnen für sich und ihre Projekte entdeckt. Aber da jetzt allein eine Kamera drunter zu hängen und darauf zu hoffen, dass zufällig gute Bilder entstehen, damit ist es schon lange nicht mehr getan. Wir haben ein Team getroffen, dessen abgehobene Filme wirklich preisgekrönt sind. Sein Leben war bislang auch alles andere als langweilig, seit der britische Sänger Bryan Adams nämlich seinen ersten Hit landete. Und das war immerhin schon in den 80er Jahren. Und selbst als es musikalisch etwas stiller um ihn wurde, machte er weiterhin Karriere. Aber eine ganz andere. Denn nach Mikrofon und Gitarre griff er zur Kamera. Auch als Fotograf ist Bryan Adams gefeiert und erfolgreich. Jetzt hat er sich aber wieder mal die Gitarre geschnappt und legt los. Selbst wenn es jetzt bald wieder so richtig kalt wird, in Island, im hohen Norden Europas, herrscht dort für die Menschen Badesaison. Wohlgemerkt draußen, in diesen Breitengraden. Denn die Insel ist eben reich, nicht nur an Vulkanen, sondern auch an heißen Quellen, in denen die Isländer mit großer Leidenschaft baden gehen. Wir haben eine Rundreise gemacht, ein Poolhopping sozusagen, zu einigen der schönsten und verstecktesten Bäder des Inselstaates. Ja, so hoch im Norden, wenn es in den Wintermonaten immer früh dunkel wird, wissen die Menschen natürlich besonders gut, wie wichtig Licht ist. Es sorgt nicht nur für den richtigen Durchblick, sondern eben auch fürs Wohlbefinden. Der norwegische Designer Daniel Rybakken hat sich schon ganz früh genau darauf spezialisiert, denn er entwirft Lampen, die für Furore sorgen. Er legt den Schwerpunkt nicht auf die Lampe selbst, sondern eher darauf, welches Licht sie wirft. Hobbykünstler haben es ja meist sehr schwer, ernst genommen zu werden und Beachtung zu finden. Sie haben an keiner Hochschule gelernt, sind von keinem großen, berühmten Maler unterrichtet worden, sondern bringen sich in der Regel alles selbst bei. Das Museum Folkwang in Essen im Westen Deutschland feiert jetzt mit einer Ausstellung Rousseau und die vergessenen Meister genau diese Maler. Denn auch Henri Rousseau war kein studierter Mann. Zu sehen sind Bilder von Künstlern, die nie eine Hochschule besucht haben, deren Bilder nicht besser oder schlechter sind, aber anders. Vor allem im direkten Vergleich mit den großen Meisterwerken. Berlin ist die Stadt in Deutschland mit den höchsten Touristenzahlen mit Abstand. Nicht nur Besucher aus aller Welt reisen in die Hauptstadt, auch die Deutschen selbst schätzen ein Wochenende im turbulenten Berlin. Allein im ersten Halbjahr 2015 kamen 5,8 Millionen Touristen. Damit liegt die Stadt im europaweiten Vergleich hinter London und Paris auf Platz 3. In unserer Rubrik Euromax Clipmania erleben wir jetzt, dass natürlich auch die Fotografen und Filmemacher ein Auge auf Berlin geworfen haben.